Der Inhaltsbereich in der Lernplattform ist in mehrere Abschnitte gegliedert. Wir haben also hier jetzt die Unterlagen für den Kurs PKM-Vorlesung aus dem Sommersemester 2018 und wir sehen hier unterschiedliche Bereiche, das nennt sich Dokumente, Ressourcen, Inhalte, Videos und Abgaben. Diese Icons hier, die sind wiederum nur für Personen sichtbar, die Kursadministratoren sind, werden also üblicherweise nicht aufscheinen. Wie ist das jetzt abzugrenzen? Unter Dokumente haben wir die eigentlichen Lerninhalte als HTML-Text in der Lernplattform. Wir sehen also hier die drei Themenbereiche, die es für die Vorlesung PKM in diesem Semester gab, mit untergeordnet den Themen. Und wenn wir da drauf gehen, dann wird das auch geladen und wir sehen hier den Text als ganz klassischen HTML-Text dargestellt. Also hier ist er auch durchsuchbar. Hier kann er gegebenenfalls noch markiert werden, beziehungsweise hier könnte man auch filtern nach unterschiedlichen Content-Typen, wenn man sich zum Beispiel nur die Beispiele anschauen möchte oder nur Kontrollfragen anschauen möchte. Üblicherweise wird aber sehr gerne die PDF-Version des Skriptums verwendet, beziehungsweise stellen wir auch Unterlagen bereit wie Folien, die nicht in HTML jetzt so direkt darstellbar sind. Und diese Dokumente, die finden wir unter Ressourcen. Das heißt, unter Dokumente haben wir klassische E-Learning-Inhalte dargestellt, die auch verlinkt sein können. Also wir sehen hier ein kleines Play-Icon. Das verwenden wir, um zu den Videos zu verlinken, die wir dann auch gleich sehen werden. Hier unter Ressourcen haben wir die unterschiedlichen PDF- oder Bildunterlagen, also ganz generell Dokumente, die heruntergeladen werden können. Unter anderem zum Beispiel das gesamte Skriptum. Wenn man da draufklickt, kommt dieses Skriptum, das ist ein bisschen größer, darum dauert es etwas, wird dieses Skriptum als PDF jetzt heruntergeladen und dann auch geöffnet. In diesem Semester hatte ich dann, genau, jetzt ziehen wir hier das PDF-Skriptum. Braucht man an der Stelle jetzt nicht. An dieser Stelle hatten wir zum Beispiel auch Folien zum organisatorischen Ablauf. Wir hatten Beispiellösungen für unterschiedliche Aufgaben. Wir hatten eine Beispielprüfung, damit die Leute sehr ein Bild davon machen konnten, wie denn die Fragen bei der abschließenden Prüfung ausschauen können. Beziehungsweise hatten wir hier auch die Vertiefungsaufgaben, die wir in der Vorlesung verwendet haben, wiederum als PDF zum Download. Das sind die beiden wichtigsten Bereiche, der Ressourcenbereich, wie gesagt, für PDFs oder Abbildungen, die zum Herunterladen oder Dokumente, die zum Herunterladen sind, der Dokumentbereich für E-Learning-Content, den man direkt in der Lernplattform einsetzen kann. Der Inhaltsbereich wird verwendet, um Inhalte, die in Kommunikationsfäden, die hier bei den Interaktionen entstanden sind, oder die dort gepostet wurden, aber langfristige Relevanz haben, hier nochmal zu sammeln. Das heißt, hier gehen Postings aus dem Interaktionsbereich, die von allgemeinem Interesse sind, nochmal rein und sind hier als Referenz vorhanden. Wir sehen es hier, ist im ganzen Semester einmal passiert, wird üblicherweise eher selten verwendet. Wenn für eine Lehrveranstaltung Videos verfügbar sind, dann sind die hier ebenfalls nochmals unter Videos gesammelt, auch wieder als Ordner sortiert. Wir sehen hier die Videos entlang der unterschiedlichen Themenbereiche strukturiert und die können hier direkt abgerufen werden. Die Videos selbst sind auf YouTube gehostet und werden hier eingebettet. Wie man mit diesem Player im Detail umgeht und wie dieses Annotationsfeature funktioniert, das zeige ich in einem separaten Video. Die Abgaben, die wir hier sehen, dienen der Möglichkeit, einzelne Dokumente als Teilnehmerin, als Teilnehmer des Kurses hinaufzuladen, das heißt den Lehrveranstaltungsleitern zur Verfügung zu stellen. Wir sehen hier, das ist nur dann möglich, wenn die Abgabefrist gerade offen ist, das heißt zwischen einer Start- oder einem Enddatum ist es hier möglich, was hinaufzuladen. Vielleicht, wenn wir uns das kurz als Beispiel in einem anderen Kurs ansehen, wo gerade was geöffnet ist,
Dann sehen wir hier die Abgabe für die Vertiefungsaufgabe 1. Jetzt ist es auch anklickbar. Vorher war es grau mit einem X, dann ist es bereits geschlossen oder noch geschlossen, weil die Abgabefrist noch nicht gestartet hat. Und wenn man hier draufklickt, dann kann man einfach ein Dokument auswählen, ein beliebiges, und dieses wird automatisch hinaufgeladen. Wenn man jetzt was hinaufgeladen hat, dann sieht man mehrere Indikatoren, dass das funktioniert hat. Einerseits ist hier ein Häkchen gesetzt, andererseits steht der Dateiname hier nochmal angeführt, das Datum der Abgabe steht hier und man hat die Möglichkeit, das Dokument, das man abgegeben hat, nochmal herunterzuladen, um zu kontrollieren, ob es auch tatsächlich das Richtige war. Mit der Mülltonne löscht man die Abgabe und sie ist quasi wieder zurückgesetzt. Wenn man ein Dokument erneut abgeben möchte oder ein anderes Dokument abgeben möchte, eine neue Version abgeben möchte, braucht man nicht vorher löschen, sondern es ist einfach möglich, auf diese Aufgabe nochmal drauf zu drücken. Ich nehme jetzt einfach irgendwas anderes, wähle das aus und diese Abgabe ersetzt jetzt die vorangegangene. Das heißt, die vorangegangene wird verworfen und das neue Dokument ist jetzt dieses, das hochgeladen wurde. So viel zu den Funktionen des Inhaltsbereichs in der Lernplattform. Zu den Videos kommen wir noch einmal separat und dann schauen wir uns noch den Interaktionsbereich an.